Eigentlich sollte ein stark bewegter Markt ja durchaus beliebt sein bei den Händlern, die aktiv sein wollen. Volatilität ist das Nonplusultra, was wir brauchen, damit wir wirklich Freude haben. Gucken wir mal auf den DAX. Die Liquidität bzw. die Volatilität, die ist tatsächlich da. Denn wir hatten ja nach dem starken Rücksetzer jetzt sogar einen starken Aufwärtsmove wieder gesehen. Das ist jetzt hier der DAX-Index und der zeigt jetzt eigentlich gar nicht so ein schlechtes Bild, wenn man sich das mal anguckt. Ich male das mal ein bisschen nach, um das Auge mal so ein bisschen daran zu gewöhnen. Dann sieht das hier schon ein bisschen nach Fünffälligkeit aus, nach dieser klassischen, sehr dynamischen Bewegung, die für Marktteilnehmer eigentlich immer ganz gut ist, weil sie A auffällig ist und uns ein bisschen Orientierung gibt. Was müsste eigentlich anschließend kommen? Eigentlich irgendwie was ABC-mäßig aussehendes. Es sieht ein wenig danach aus, als ob das, was wir hier kriegen, genau in diese Richtung eben reinfällt. Wenn wir hier mal im 5-Minuten-Chart gucken, wie gesagt, das ist der Index. Nicht wundern, wenn das je nachdem, was für einen Kontrakt man handelt, ein bisschen anders aussieht. Dann wäre der Rücksetzer für den Index eigentlich schon groß genug, aber mir ist das nicht strukturiert genug, sage ich dazu, noch nicht wackelig genug. Ich möchte, dass das ein bisschen mehr hin und her geht, um wirklich die Korrektur hier rauszusuchen. Kann ja sagen, ja, wieso? Wir haben doch hier so ein bisschen 1, 2, 3. Oder ist das vielleicht sogar eher etwas, naja, auf einer ganz kleinen Ebene, ebenfalls wieder fünffälliges? Ich male das mal so ein bisschen an, dann sehen wir das mal. Und zusätzlich gucke ich immer so ganz gerne, wie schnell war der Anstieg, das ist diese Bewegung, und wie schnell war der Rücksetzer. Und da sehen wir, dass in diesem Fall der Rücksetzer zwar weit genug eigentlich gekommen ist, unter die 38-20er-Linie, was für Charttechniker ja klassischerweise als ausreichend für eine hinreichend große Korrektur ist, aber es ging mir persönlich zu schnell. Das heißt, beim DAX würde ich jetzt tatsächlich abwarten, dass er, ich sag mal, irgendwie so was Wackeliges nochmal hochmacht, um dann noch einmal runterzukommen und damit dann das Ganze komplettiert hat. Das heißt, kurzzeitig wäre das eher sogar noch ein Bild für nochmal eine Abwärtsbewegung und ob die dann tatsächlich hier dreht, das müssen wir noch abwarten, denn es wäre ja auch denkbar, dass der Kurs anschließend sogar noch deutlich weiter ist. Das heißt, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Wir können noch nicht sicher sein, dass die Abwärtsbewegung tatsächlich schon vorbei ist und der Bulle schon wieder reagiert. Im Gegenteil, wir müssten eigentlich, so wie es hier aussieht, eher nochmal damit rechnen, dass es nochmal zumindest moderat nach unten geht. Das ist vielleicht noch nicht im Panikmodus, aber zumindest nochmal ein wenig weiter runter. Es kann natürlich alles anders kommen. Wir wissen, dass Märkte sind manchmal sehr eigenartig, wo man sagt, jetzt habe ich es begriffen und da macht er es doch anders. Aber dieses Bild, so wie jetzt ungefähr eingezeichnet, wäre auf jeden Fall mal ein Hingucker und eben entsprechend auch einfach dann anwendbar und umsetzbar. Vergleichen wir das mal mit dem amerikanischen Markt. Das ist ja für all diejenigen, die vielleicht feierabendhändlermäßig noch ein bisschen anders unterwegs sein wollen, eigentlich ein ganz spannender Markt, der S&P, in diesem Fall jetzt hier auf Future getrimmt. Der ist ebenfalls tapfer nach oben gekommen, ebenfalls jetzt jüngst hier im Stundenchart oder im 5-Minuten-Chart sogar sehen wir das nach unten. Das heißt, wir haben hier, na, sagen wir mal, relativ ähnliche Chancen auf der Aufwärtsbewegung. Ich würde aber sogar sagen, vorsichtig, nach dem Abverkauf und dieser Aufwärtsbewegung ist das sogar im größeren Bild hier nochmal drin, was sich ja durchaus decken könnte mit der fortgesetzten Abwärtsseite beim DAX. So, wie geht man hier entsprechend um? Eigentlich jetzt wieder genauso, denn auf jeden scharfen Move, den wir im Chart haben, wäre es eigentlich sinnvoll, wenn wir was Wackeliges bekommen. Das heißt, wenn wir in den nächsten Stunden oder vielen 15 Minuten oder sehr vielen 5 Minuten, je nachdem, hier eine korrektive Aufwärtsbewegung nochmal sehen, im Prinzip das Umgekehrte zu so etwas hier in der Abwärtsbewegung, also eine Abwärtskorrektur wie hier, dann hätten wir tatsächlich ein sehr schönes Indiz hier nochmal auf die Short-Seite zu wechseln. An sich ist diese Bewegung, wie wir sie hier haben, auch wegen der Überlappungsfreiheit. Hier haben wir einen Rücksetzer, hier haben wir einen Rücksetzer, zumindest mal hier ist ein kleiner, die sind noch alle wenig überlappend. Erst dieser hier ist der erste, der mit einer alten Korrektur hier, ich kringel die mal ein, sich so überschneidet. Aber das kann ja durchaus eine Zwischen. Also ein auf einem unterschiedlichen Wellengrad sozusagen sein, das macht es noch nicht wirklich schlecht. Das heißt, ich bin, was das angeht, noch nicht wirklich davon überzeugt, jetzt schon Short zu gehen. Hier jetzt sozusagen schon zu triggern, halte ich für nicht so sinnvoll. Denn es ist
eine Überlappung jetzt hier auf einem kleineren Grad. Schwierig, sage ich jetzt mal. Aber wir müssen das ja gar nicht hier entscheiden auf der Stunde. Wir können doch sagen, wir entscheiden das hier zum Beispiel 5 Minuten oder 15 Minuten Chart und schauen uns das hier mal an, ob wir tatsächlich so etwas hier jetzt bekommen. Und dann haben wir einerseits einen sehr starken Abverkauf, sehr schön, ein sehr starkes korrektives Muster, wenn dem so wäre dann, und einen möglichen Trigger hier über das letzte Zwischentief, dann nochmal die Fortsetzung nach unten vorzunehmen. Ich bin also in beiden Märkten eigentlich noch nicht so wirklich davon überzeugt, dass der Markt nach oben geht. Wenn wir so ein Muster hier bekämen, wäre das sogar noch ein wirklicher Hingucker, um dann auch wirklich die Position dann zu fahren. Geht auch bei den anderen amerikanischen, Nasdaq und Dow Jones natürlich, jeweils ein klein bisschen anders, aber dürfte auch das gleiche Ergebnis führen. Das mal so eine kleine Anregung für den Feierabend heute, wer da noch mal ein bisschen aktiv sein will. In diesem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße.